So, hallo, wir machen weiter bei Jump 2. Das lange Level, nicht lang, der lange Levelname von Morsel steht uns bevor. Ich hoffe, es ist besser als Yoshi Pipi. Okay. Y plus X. Okay, das killt mich instant. Woher soll ich wissen, welches Item ich brauche? Frage für einen Freund. Ich würde den Stern gerne mitnehmen. Das war er nicht. Das war er. Wait, what? Ich komme nicht mehr runter. Hätte ich nicht... Hey, ich muss den aber drücken. Muss ich die erst alle killen? Hey, ich kann... Ach so! Verstanden. War ich schnell genug? Ah. Jetzt müsste ich aber noch... Okay, das geht sogar. Der bleibt im Flugmodus. Hätte ich nicht gedacht. Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass das so funkt. Wow, what? Und jetzt? Hä? Muss ich immer noch den Stern haben? Ach du Schande. Warum funktioniert das denn jetzt nicht? Hä? Ja, danke. Ah, so geht das. Ich hätte die alle mitnehmen müssen. Was soll ich das denn wissen? Gott! Nee, ich muss nicht alle mitnehmen. Gott sei Dank. Alter! Morsel, du verrücktes Huhn, echt. Für was ist die Reset? Hä?
Hä, was will der von mir? Ich meine, ich kann hier am Rand hochlaufen, aber... Was resettet es denn jetzt genau? Ah. Muss ich mit der Shell noch irgendwas mehr machen? Eigentlich doch nett. Ich verstehe nicht, was das Ziel ist. Klar, hochkommen, aber ich verstehe nicht, was hier gefordert ist. Ich kann Yoshi da reinpfeffern, das nützt mir aber auch nichts. Oh, ich kann Yoshi da draufstellen. Ja gut, ich kann Yoshi auch nach oben transportieren. Den habe ich natürlich jetzt wieder vergessen. Lul. Beziehungsweise nicht vergessen, aber... Ja, aber wie komme ich jetzt da hinterher? Mit dem Trick von gerade, also dieses Y-X drücken, hat es ja jetzt nichts mehr zu tun, scheinbar. Ich kann halt da Anlauf nehmen, aber jetzt wird er off halt nicht. Kann ich irgendwie das Rennen beibehalten? Indem ich den dann off drücke. Und dann aber trotzdem noch renne. Habe irgendwie nicht den Eindruck, dass das geht. Wie komme ich da jetzt hinterher? Und wofür ist diese Lücke da links? Rechts. Der Witz ist, ich könnte gerade nicht mal den dann aufdrücken, wenn ich wollte. Bin ich bescheuert? Alter. Jetzt fällt Yoshi natürlich wieder runter. Das habe ich nicht bedacht. Wofür ist diese Lücke? Ich raff gar nichts. Was ist das eigentlich für ein blauer Mancha da? Mancha. Für eine blaue Piranha-Pflanze da oben. Ich raff überhaupt nichts. Was nützt mir das denn? Was will Morsel denn schon wieder von mir?
Oh, ich resette die Zeit gar nicht, wenn ich das mache. Jo, ciao, ne? Ich verstehe trotzdem nicht, was Morsi von mir will. Also die Shell kann ich nicht behalten. Ja, geil. Also die Shell kann ich nicht behalten. Na, die muss ich hier für den Fisch hergeben. Ich glaube, das ist lediglich die Kontrolle, dass ich Yoshi sinnvoll nutze. Und überhaupt Yoshi habe und keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich hier anders durchkäme. Aber ich verstehe nicht... was hier von mir verlangt ist. Ah, dass ich Yoshi hochtransportieren kann, ist klar. Das haben wir ja gesehen. Aber ich komme nicht hoch. Ich kann mich hier auf den Kopf stellen. Ich komme da nicht hoch. Ich verstehe nicht, was das da für eine Lücke ist. Warum ist die da? Ich verstehe mal wieder wie immer gar nichts. Na, so geht Yoshi jetzt nach oben. Klar. Aber was mache ich? Und ich meine, in dem Level geht's da... Was war das denn gerade? Wieso sieht das so komisch aus? Kriegt mir das irgendwas? Wie gesagt, in dem Level geht es darum, dieses X zu drücken, wenn man hochläuft. Aber das scheint mir nicht wirklich was zu bringen. Vor allem, wenn ich das jetzt wieder auslöse, fliegt Yoshi wieder runter. Wait! Das ist, was ich tun soll. Oder? Ich soll so hochkommen. It is not necessary to shell jump. Use your intelligence and imagination or your cape powers. Oder du hältst einfach deine Klappe. Okay, jetzt habe ich noch eine Shell. Jetzt ist Yoshi da drin gelandet. Ich muss Yoshi hier hochbekommen. Ah, verstanden. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Ich komme aber an Yoshi nicht mehr ran. Das heißt, genau das darf nicht passieren. Okay. Das habe ich jetzt verstanden. Zurück zu Yoshi. So. Jetzt passt die Geschichte. So. Dann. Wie das... Oh, fuck. Die Shell resettet sich natürlich. Ja, moin. Kriege ich das hin? Ja, das kriege ich schon trotzdem hin, glaube ich.
Ja, die ist weg. Ah. Okay, wir müssen das nochmal bei Yoshi starten. Und zwar sinnvoller. Yoshi muss so fallen, dass er in diesem Bereich bleibt. Perfekt. So, jetzt gehe ich in diesen Bereich. Jetzt ziehe ich Yoshi hoch. Zack. Dann lege ich die Shell hier ab. Löse sie einmal. Oh, das liegt, die liegt nicht gut. Geht es so? Würde sie jetzt... Ah, nee, nicht so wirklich. Nochmal ein bisschen besser. So vielleicht. Ja, das sollte funktionieren. Ja, jetzt liegt Yoshi kacke. Aber ich glaube, ihr... Ja, perfekt. Jetzt passt die Geschichte. Und jetzt kann ich Yoshi wieder hochholen. Indem ich die Shell praktisch per Stampfer auslöse. Und da ist Yoshi wieder. Und jetzt komme ich an den Kollegen hier ran. Was habe ich jetzt wieder ausgelöst? Achso, ich muss jetzt sterben, oder was? Also, wie willst du mich ver... Ich komm da nicht... Was will Morsel denn ständig hier? Na, endlich. Oh, meine Nerven. So. Mehr lustige Rätsel mit diesem spaßigen Gimmick. Ah. Aff. Und nü? Lass mich in Ruhe. What the fuck, warum bin ich nicht gesprungen? Hä? Wie soll das gehen? Wahrscheinlich so überhaupt nicht. Wahrscheinlich muss ich runterknallen und dabei kann ich das dann auch wieder aufdrehen oder so. Keine Ahnung. Oh Gott, ey. Ah ja, verstanden. Okay, oh Gott. Kommt die Kacke noch? Oh, leg mich doch am Mann. Oh.
Nee, leck mich, ich fang vorne an. Alter! Morsel! Ich hab's gedrückt. Oh, nee. Oh, jetzt muss ich eigentlich hochziehen. Geht es da noch gerade so? Nein, ich verliere es hier schon. Das ist schon zu knapp. Alter, was? Wie? Oh, da ist dann das Ziel. Na ja, Gott sei Dank. Aber ist das dann wirklich das Ende? Mal kurz gucken. Ich ziehe hier hoch. Na, es ist nicht das Ende. Da kommt noch mehr. What the heck? Das ist so ein knapper Abschnitt. Und dann ist da nochmal ein Block. Und ich drück wieder den State. Oh, ich... Ich hab's wieder versaut, ne? Mit dem State. Okay, da kann's noch gehen. Da geht's noch. Oh, da geht's noch. Alter. So, und jetzt muss ich irgendwie durch die Fische durchkommen. Ah, dafür muss ich die Shell holen. Und was ist das? Nix. Also erstmal gucken, was hier oben ist. Ah, da ist eine Messagebox. Die würde ich gerne mal lesen. Na, natürlich geht das Level noch überhaupt nicht zu Ende. Wäre ja auch einfacher gewesen. Ich will trotzdem die Messagebox lesen. Okay. Wait, wie soll ich... Oh, ich glaube, ich habe es verstanden. Ja. Oh Gott, ist das bescheuert. Ist dieses Gimmick dumm? Okay. Warum löst es jetzt den Pilz aus? Der ist doch hundertprozentig wichtig. Für was weiß ich was? Ich kotze ins Essen hier. Warum sind da zwei? Oh no. Und nü? What? Was? Was soll ich hier machen? Ich muss hier irgendwie fliegen noch.
Was steht da? B, B. Ah, jetzt starte ich hier. Weil ich den Abschnitt praktisch geschafft habe, okay. Ach, und jetzt ist hier einfach ein Hinweis. Jetzt kommt man hier einfach so an die Messagebox ran, alles klar. Hä, der ist richtig jetzt? Jetzt muss man das gar nicht mehr machen. Ja, moin. Jetzt kommt der Pilz auch gar nicht mehr. Ah, der Pilz löst das da unten. Ich verstehe. Der Pilz löst den Dings da unten, den Checkpoint da unten quasi aus. Okay, aber wie? Ach, na klar. Jetzt bin ich noch am Fliegen, ne? Bin ich nicht mehr. Wieso bin ich jetzt nicht mehr am Fliegen? Ich kann ja an der Ranke... ...meinen Flugmodus beibehalten. Ja, aber wie? Wie, indem ich zwischendurch... Ich muss zwischendurch aber auch noch die Dinge auslösen. Das verstehe ich schon wieder nicht. Welche Taste muss ich drücken? Und fliege hier trotzdem... Ah, die da. Ja, okay, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es und jetzt fliegen wir noch. Alter. Ah! Entweder so oder ich fliege halt richtig zurück. Das geht auch. Aber es müsste so eigentlich funktionieren. Ja. Nö. Take him by surprise. What? Also ich denke mal, hier ist hoffentlich noch alles richtig. Aber jetzt? Hey, wie soll ich denn Yoshi jetzt hier füttern? Ach, woher? Ich bin ja dumm. Yoshi kann ja auf den Blöcken dann wieder stehen. Aber jetzt hieß es in der Messagebox, ich hab's vergessen. Ich muss die Messagebox nochmal lesen. Eine Sekunde, wir springen gleich hierhin zurück. Irgendwas mit Take him by surprise. If you want to be sure to make the earth shake for Yoshi, take him by... Ah, verstanden. Wenn ich auf Yoshi praktisch schnell lande, so schnell auf ihm drauf, dann kann ich trotzdem dafür sorgen, dass die Erde bebt.
So, ich weiß aber noch nicht, warum mir das jetzt hier was nützen soll. Welchen Hinweis das jetzt. Ach, ich bin ja komplett bescheuert. So. Und nü? Jetzt muss Yoshi das da essen. Und jetzt geht's darum, dass Yoshi. Ja, okay, verstanden. Und jetzt muss ich halt hart auf Yoshi landen. Das war der einzige Hinweis, der hier stand. So nämlich. Und jetzt haben wir's. Oh shit. Alter Mosel. Ich hoffe, ich lese von dir nie wieder was in diesem Hack, aber es wird nicht der Fall sein. Oh, diese Level. Sind die beiden nächsten bitte wenigstens nicht von Morsel? Okay. Was nichts heißen muss im Übrigen. Okay, beides von Lazy. Danke fürs Zuschauen. Ich brauche eine Pause. Und tschüss.